Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Minecraft auf dem Egorin-Server zusammen mit Let's Cody. Boah, Alter. Oh nein, ich hab drei Herzen, ich hab drei Herzen. Chill. Der steckt aber drauf. So, komm her. Nein, Jetzt wo du mich nein, nicht mehr mit der nein, Axt. nein, nein. Ich glaube, du wärst gestorben, wenn ich dich jetzt mit der Axt geschlagen hätte. Ja, glaube ich auch. Oh, von weitem weg sieht es aber auch schon richtig nice aus. Genau, in der letzten Folge haben wir die Mauer angefangen. Jetzt würde ich sagen, ich nehme ein bisschen Kobbel. Wir haben nicht wirklich viel Kobbel, aber Musste es drauf anlegen. ja, das wusste ich. Oh, der war. Danke für den Boost. Jetzt kommt's drauf an, wer die besseren Jump-Run-Skills hat. Okay, chill, 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 chill. Okay. Du musst es nochmal provozieren. Ja? Ey, das Ich frag war mal ein Akt, wieder. das war ein. Oh Gott, ich übersteuere gerade ein wenig. So, schon besser. Ich habe nur noch zwei Herzen. Ja. Oh Leute, das war versehen. Ey, chill, 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 chill. Ganz ruhig hier, ganz ruhig hier. Oh Gott, ich habe mich auf Versehen viel lauter gestellt. Hab nichts gesagt, aber. So, nachdem wir uns jetzt 2 Minuten lang geschlagen haben. Ich wollte es gerade schon wieder tun. Kannst es nicht lassen. Ach, verdammt, ich brauche Erde. Haben wir Erde? Nein. Danke, weil wegen dir. Weil du den Schnee weggetan hast, muss ich das jetzt mit Erde auffüllen. Ich gern gemacht. Ja. Danke dafür. Dankeschön. Wir müssen echt überlegen, was wir hier oben hin machen. So, ich hoffe jetzt erstmal in die Farmwelt. Um Erde zu holen. 50 Erde. Okay, was bauen wir hier oben hin? Ich würde sagen, Wohnhäuser. Wohnhäuser, okay. Befreie ich die Fläche jetzt erstmal von Schnee. Übrigens eine Behutsamkeitspicke, also Picke, Schaufel. Oh, nice. Also falls es was hilft. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Ich weiß nicht, wenn du den Schnee später nochmal platzieren wirst, wahrscheinlich schon. Ich Du weißt nicht, bekomme wie Schnee. Schneebälle raus. Daraus kannst du nur Schneeblöcke craften, nicht diese halben Schneedinger. Aber man kann ja aus den Blöcken diese Dinge machen, oder? Glaub nicht. Hm, ich dachte schon. Nö. Ah, ich muss jetzt genau überlegen, wie ich jetzt hier baue. Hier, hier und hier eins am besten. Ich brauche schon wieder Erde. Keine Sprüche auf der Kiste. Naja, ich will die werden später noch rumpolizieren, also lohnt sich's nicht. Stimmt auch wieder.
So. Ich würde hier eins hinstellen. Würde hier eins machen, wo hier der Eingang ist. Und zum, Ja. das steht das auf Stelzen, ne? Es geht einfach so gerade hier weiter und steht dann hier auf Stelzen. Ja. Hier kommt sowieso ein Turm hin. Und dann kommt hier hinten noch eins hin. Haben wir schon mal drei Schneekerwohnhäuser. Okay, ich will gar nicht wissen, wie sie jetzt auf der Karte aussieht, jetzt wo wir hier alles entfernen. Nicht krass, weil man sieht uns eh nicht, also weiß keiner, was wir hier tun. Einfach nicht existent für die anderen. dann gehe ich noch mal kurz. Oder hast du Erde? Okay, ich gehe Erde holen. Bloß das, was ich immer abbaue. Ne? Das, was ich jetzt zu Wasser gemacht habe. Hier drinnen. Ach, das hier. Ja, Ja. mach weg. Da brauchen wir dann. Ne, brauchen wir nicht. So. Ich kann Stress, lasst mir alle in Ruhe, Mops. Bitte. Nein, meine Schaufel ist kaputt. Gut, ich habe einen Stack Sand, das reicht. Slash Home. So, diese. Die freie Fläche reicht vorerst. Jetzt habe ich meine Axt weggelegt, ich Idiot. Schnee. Soll das alles auf der Ebene bleiben? Warte. Ich bin zu dumm, mit Town zu gehen. Das, was jetzt schon auf dieser Ebene ist, würde ich auf dieser Ebene lassen. Ich würde auf dieser Ebene halt Okay. auch noch in dieses so bis hier nach hinten ziehen, um in den Berg perfekt reingehen zu können. So, Ganz ja. kleines Stückchen Terraform wird das halt. Okay, ganz kleines Okay. Stückchen. Was fällt mehr auf? Wenn wir das jetzt hier auch noch abtragen und eine lange Fläche mit dem hier haben. Oder wenn wir das hier auch so auffüllen und dann nur das hier entfernen. Vermutlich wird es nicht unterschiedlich auffallen, sondern gleich. Glaube ich. Also es wird keinen großen Unterschied machen. Okay, sehen wir, wenn wir das hier abreißen, dann können wir den Rest immer noch so auffüllen, wie es gut aussieht. Jo. Holz. I need wood. So, zack, zack. So, um die Holzkiste zu finden. Was ist hier mit dem Blumentopf passiert? Ich glaube, das, was drunter ist, abgebaut, weil es mich genervt hat. Aber Hauptsache der Blumentopf ist noch da. Ja, der darf da schweben bleiben. So. Wie mache ich das jetzt? Ich wünsche mir, dass der für immer da bleibt. Wird schwierig, aber können wir machen. Mache ich auch noch eine Tür. Ah, mein Gott, es hat jemand geklingelt. So unproduktiv machen. Ich weiß leider noch nicht genau, wie ich das hier bauen möchte. Aber mittlerweile haben wir noch einen Bärenbusch. Einen. Ja, der andere ist gerade auch gestorben. Gott, was machen wir bloß? Wir müssen uns drum kümmern, wir müssen die gießen.
Was nicht möglich ist, weil es keine Gießkannen gibt. Ja, wir haben halt auch kein Wasser, ne? Das Einzige, was stehen bleiben kann, ist der Boden. Du meinst, es ist eine Linie. Das war jetzt leider keine produktive Folge, Leute, aber ich würde sagen, das war's für heute. Schaut bei Let's Grotti vorbei, lasst ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.